Das Kabel behindert leider den Motor ein bisschen und jetzt misst er halt jeweils die Werte für die Helligkeit und berechnet dann daraus erstellt daraus seine Matrix und sucht dann den hellsten Punkt da, den er gefunden hat. Dabei misst er, wie beim 3D-Scanner, nur auf dem Hinweg und nicht auf dem Rückweg, weil es ansonsten sehr schwierig ist, die Punkte zu kombinieren. Es ist in die richtige Richtung abgeworfen worden und steht jetzt optimal ausgerichtet zur Sonne. Und man sieht jetzt,